Einheiten, alle Einheiten, 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 1-4, verstanden, Code 3, sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1-4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 1-2-7, 1-2-4, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben vergessen, einen Beacon zu überprüfen. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Wir sehen uns hier mal um und damit herzlich willkommen bei The Evil Within, Kapitel 1, ein Notruf. Und wir wurden gerufen zu dieser Irrenanstalt, zu dieser Heilanstalt, wo unerklärliche Dinge vor sich gehen. Und überall stehen hier die Polizeiwagen, aber hier ist kein Polizist. Hier ist niemand. Ist da irgendwas drin? Keine Waffen mehr in den Autos. Nichts. Eine Ambulanz. Aber keine Sanitäter. Dutzende von Autos, aber keine Menschen. Kein Geräusch, kein Schrei, kein gar nichts. Weder Blut noch Patronenhülsen. Weder Blut noch Patronenhülsen. Nur diese riesige Anstalt. Irgendetwas scheint hier vor sich zu gehen. Und wer wäre prädestinierter dafür, es herauszufinden, als wir selbst? Gehen wir rein? Natürlich gehen wir rein. Einfach mal höflich anklopfen. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Hier sieht's aus wie auf dem Schlachtfest. Ach du Scheiße. Hast du das gehört? Ja, hab ich. Hier sieht's aus wie ein übelstes Gemetzel. Hier lebt noch jemand. Und hier lebt noch jemand. Ein guter Zeitpunkt, um auch mal hier Hallo zu sagen und herzlich willkommen bei The Evil Within nochmal. Und wir befinden uns jetzt im Inneren der Anstalt. Boah, der halbe Kopf weggesägt. Ja. Ist schon jetzt sehr einladend hier. Offenbar wissen wir zumindest jetzt, was mit den Polizisten passiert ist, aber hieß es gerade nicht draußen keine Patronen und kein Blut? Das mit dem Blut sehe ich anders. Und hier lebt noch jemand.
Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvikus. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Na gut, dann schauen wir uns die mal an. Die sind zum Glück gleich hier, da müssen wir nicht lange suchen. Gibt's da irgendwas zu sehen? Schüsse. Menschen. Was zur Hölle? Was? Oh. Scheiße. Ach du Scheiße. Egal, wer das war, er lebte noch. Und ich hoffe nicht, dass es unser Kollege war. Okay, wir dürfen baumeln. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ach du Scheiße, ich versuche im Hintergrund zu erkennen, was er mit dem Typen da macht. Mit dem Oberkörper. Na komm schon. Ach. Und vor. Na. Knapp. Und nochmal, jawohl. Und jetzt nach oben und Seil durch. Und au. Ach du Scheiße. Unser Knarrenholster ist leer, das heißt, unsere Waffe wurde uns abgenommen. Und da vorne haben wir offenbar unseren Special Guest. Ich weiß nicht, wo seine andere Hälfte ist. Und ich will jetzt hier echt nicht rumlaufen. Ah, schleichen geht. Okay. Schleichen R1. Ich schleich dem. Warte, da hing noch was. Schlüssel. Gewöhnliche Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Die Frage ist, müssen wir dem jetzt hinterher schleichen oder müssen wir wieder raus... Er kommt zurück, 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 er kommt zurück. Nein, 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 nein. Warum erinnert mich der junge Mann an... Bäh. Ich wollte gerade sagen, warum erinnert... Alter. Puh. Warum erinnert mich der junge Mann an einen gewissen Freund aus einer anderen Klinik? Okay, wir kommen rein. Sehr gut. Ich hoffe, die Schlüssel werden nicht aufgebraucht. Gitter? Kann der uns hier sehen? Ich schleiche mich mal ganz vorsichtig. Sch, kein Wort. Scheiße.
erinnert mich sehr an eine andere Klinik. Lauf, 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 nein! Lauf, humpel, 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 humpel! Alter, was? Seid ihr bescheuert? Hilfe! Okay, ein Gitter, 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 ein Gitter. Was? Was? Au! Na komm schon, au! Ab, ab! Alter, was für ein Auftakt! Oh, oh, die ist hübsch, die nehme ich mit. Oh, jetzt ist sie weg. In einem großen Kessel borscht. Alter, wie viele Leute muss man dann ausbluten lassen, um so ein Ding vollzukriegen? Und wo sind wir jetzt vor allen Dingen? Wie soll ich denn jetzt humpelnd durchs Spiel kommen? Autsch. Alter, was ist das denn für ein Auftakt, bitte? Das ist Kapitel 1, wohlgemerkt. Kontrollpunkt. Kontrollpunkte sind meine Freunde. Ich hoffe nur, die sind sehr großzügig gesät. Ich gehe erstmal... das Geräusch. Okay, da ist niemand. Ich gehe natürlich alles auf und ab. Denn ich möchte nichts auslassen. Ich möchte alles finden, falls es was zu finden gibt. Ich weiß zufällig, das Spiel soll gnadenlos hart sein und Munition und alles. Wir haben noch nicht mal eine Waffe. Und alles ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Deswegen werde ich alles abgehen und alles absuchen. Was nicht Niet und Nagel. Was war das? Ich habe keine Ahnung, ob da hinten was ist. Ich gehe trotzdem mal gucken. Ich glaube, da ist nur Suppe. Okay. Ich hoffe, der Fette ist nicht hinter uns her. Aber ganz ehrlich, wie soll der denn... Der hat natürlich gesehen, dass wir nicht getötet wurden. Und vielleicht weiß er ja auch, wo wir gelandet sind. Fetti McFettfett wusste das immer. Okay, wo geht's hier raus? Da, da ist eine Leiter, okay. Und dann noch mit dem kaputten Bein in diese Kloake rein. Das infiziert sich zum Glück gar nicht. So, hopp. Na los, komm schon. Und hoppala. Da hinten haben wir offenbar einen Freund sitzen. Ich weiß, hier geht's rechts weiter, aber ich guck mal trotzdem bei dem hier. Wo geht's hier raus? Ein Dokument. Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. R. Ich würde mich freuen, wenn wir der eine wären, der überlebte. Ich glaube, es hätte gewisse dramaturgische Vorteile. Okay, wir haben eine Kette mit Schlössern. Ich glaube, da braucht man noch eine Zange oder irgendwas, um da durchzukommen. Momentan geht das nicht. Hier ist noch irgendein Raum. Mit einer Leiter, die nach oben geht. Ich versuche nochmal ganz kurz. Ich gucke nochmal vorher da hinten. Oh, das mit dem Humpeln ist so mies eigentlich. Der was? Nee. Wir spielen, der Titel lässt es vermuten, wir spielen auf der PlayStation 4. Das erklärt vielleicht auch die Symbole zum Drücken. Ich hoffe, ich werde da, falls wir müssen, ich hoffe, ich werde einigermaßen gut zielen. Ich kann es nicht versprechen. Was ist das denn? Gleich kommt die Alte aus PT. Sonst scheint sie aber nichts zu geben, ne? So gar nichts. Ist einfach nur ein sinnloser Raum, okay.
glaube, dann gehen wir mal die Leiter hoch. Einmal aufmachen. Ich wollte nur mal ganz kurz reingucken, um zu schauen, ob wir da eventuell was übersehen. Laufen kann ich leider gerade nicht, weil wegen El Humpello. Ja, und ich weiß zufällig, das wissen wir auch aus dem Stream, dass das Spiel... Ach, falscher Weg. Dass das Spiel scheiße schwer werden soll. Scheiße, scheiße schwer. Also ich entschuldige mich jetzt schon, falls wir etwas länger brauchen werden, aber ich glaube, das ist absolut gewollt von den Entwicklern. Das Spiel soll extrem gnadenlos sein. Momentan... Naja, ist die erste Folge bis jetzt. Haben wir es geschafft. Glückwunsch. So, diese Kanalisation hochklettern. Ich hoffe nur, da oben ist kein Empfangskomitee. Niemand hier. Sehr gut. Raus mit dir, Junge. Da haben wir einen Knopf. Wenn wir den drücken, was passiert? Okay. Dann schaue ich aber erstmal noch hier nach. Da ist wieder ein Dokument. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr. STEM-Systemtest beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein, anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14 Uhr. Er. Dieser Mann ist aufgetaucht. Ich frage mich, ob das der Mann ist, den wir schon gesehen haben. So, ich öffne nochmal. Und damit meine ich nicht Fatty McFettfett, damit meine ich natürlich den anderen Mann. So, hier ist niemand. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Es sieht hier beinahe so aus, als wären wir nicht lange alleine. Immer wenn man irgendwo durch Scheiben gucken kann. Na, komm. Okay. Ein bisschen vorsichtig vielleicht. Liegt da irgendwas? Nein. Können wir in Mülltonnen wühlen, nur aus alter Gewohnheit, was zu essen finden? Ein Schrank? Symbol für Alarmbereitschaft von Gegnern. Steuerung, Information. Nähe. Ein Gegner befindet sich in der Nähe. Entdeckung. Ein Gegner hat dich bemerkt. Das geht ungefähr so. Nähe. Entdeckung. Wenn sich ein Gegner in der Nähe befindet, erscheint das Nähe-Symbol. Wenn dich ein Gegner entdeckt hat, erscheint das Entdeckungssymbol. Nein, niemand hier.
Okay, eine Flasche. Wir haben eine Flasche gefunden. Kann ich mit der? Kann ich die? Ja, ich kann sie werfen. Okay. Ich hoffe einfach mal, da kommen wir nicht raus. Komme ich hier überhaupt raus? Wo bin ich denn hier? Scheiße. Nein, ich bin's nicht! Ich glaube, er hat uns nicht gesehen. Okay, ich... Wie hat er uns denn durch die Wand gesehen? Vielleicht sollten wir uns ein wenig besser verstecken und nicht irgendwie an der Wand so hervorlugen, so guck, guck. Das war vielleicht nicht so günstig. Hey, unser erster Tod, direkt in der ersten Folge. Oh. Die Frage ist... Ach nee, der hat schon gewütet, ne? Wir können wieder rausgehen. Ich dachte gerade, der kommt jetzt. Aber wie kommen wir an dem vorbei? Müssen wir überhaupt in den Raum rein? Wo geht's denn da hinten lang? Ja, ja, das wissen wir ja schon. Ich probier's mal da hinten. Das kann ich auch. Der wirkt ein bisschen wie Fatty Mac Fat Fat V2.0. Tatsächlich. So, wir probieren es hier mal lang zu schleichen. Er darf mich nicht sehen. Ist mir aufgefallen, dass er dich nicht sehen darf. Ich gebe mir gerade auch Mühe. Der kommt doch jetzt nicht hier rum. Wo ist er denn jetzt? Scheiße. Wo ist er denn jetzt? Da ist wieder ein Wandschrank, aber wo müssen wir denn hin? Da hinten ist er gerade. Fuck, wo müssen wir denn lang? Nicht die Kisten jetzt zersägen, da wäre ich sauer. Das sind meine Lieblingskisten, bitte lass sie in Ruhe. Wo sollen wir denn jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Ich hoffe, wir haben genug Zeit, uns jetzt hier reinzuschleppen, bevor der uns... Lass mich! Kann ich ihn schlagen? Nein, natürlich nicht!
Alter, ich drehe. Nein, die Weg. Scheiße. Ja, du sagst es, Junge, du sagst es. Das ist ein großer Haufen dampfender Kacke. Ich kann mich jetzt auch nicht im Schrank verstecken, das wäre unangebracht. Da ist noch ein Schrank, wir sondieren die Lage. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht. Tralala. Okay, da weiß immer noch, wo wir sind. Schade. Ich dachte vielleicht für einen kurzen Moment, wir können kommen, aber irgendwie. Okay, hier geht's weiter. Tür nicht auf. Wir haben es geschafft. Alter, was? Wir sind vorbei. Der kriegt die Tür nicht auf. Oh, ich auch nicht. Jetzt wollte ich gerade zurückgehen und sagen, du dicker Popanz, aber... Alter, ey. Oh, Scheiße. Alter, und ich mach mich ja noch lustig. Geh weg. Oh, nein. Hör auf zu kriechen. Alter, ich piss mir ins Freizeithemd. Alter Schwede, ey. Boah, Spiel, du Arschloch. Boah. Ich darf gar nicht so lachen, weil ich sonst das Mikrofon fühl. Boah, Alter.